Der Sportflugplatz Aachen-Merzbrück. Hier lassen wir heute Oma Waltraud in die Luft gehen. Und das ist nichts für schwache Nerven. Er wird für den absoluten Thrill sorgen. Walter Kamsmann. Besitzer einer Flugschule. 26.000 Flugstunden. Mehrfacher Sieger im Kunstflug bei deutschen Meisterschaften. Also ein absoluter Vollprofi. Und heute mein Lockvogel. Heute heißt es nicht ready for take-off, sondern ready for fake-off. Denn beide Jungs werden jetzt von ihrer Oma hinters Licht geführt. Entschuldigung, Walter Kamsmann, das ist der Kunstflugpilot. Mit dem werden Sie gleich in die Lüfte steigen. Wir zwei fliegen heute, jawohl, genau. Die Enkel bleiben am Boden und wollen von dort aus ihrer Flying Grandma in aller Ruhe zugucken. Das ist ein Kunstflugzeug. Ja, und das beherrscht heute vor allem eine Kunst, die des Prankens. Ja, sollen wir heute mal so eine Rolle machen und mal ein Looping? Ja. Ich mach's auch ganz vorsichtig. Ist schon überlebt? Ich flieg nicht zu schnell und nicht zu hoch. Stimmt nicht, macht er nämlich doch. Und Oma schlüpft schon mal in was Bequemes. Das ist ihre Großmutter, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja? Ich hole gerade den Fallschirm, der ist da vorne. Ja? Erstmal die Beine rein, Oma. Schnell noch ein Selfie vom Flugzeug gemacht und dann ist Waltraud flugbereit. Na, und haben ganz viel Spaß dabei. Ja. Und wenn es zu wild wird, sagen Sie einfach Bescheid, dann macht der Walter ein bisschen ruhiger. Ja, ja, was soll ich euch sagen? Wir waren zweimal gemein, aber auch cool. Heute aber wird alles anders. Oma gemein, Enkel uncool. Während die Enkel im Kontrollturm verschwinden, tauschen wir heimlich die Oma gegen eine Stuntfrau aus. Und dann macht sich Oma Waltraud auf zu ihrem heutigen Arbeitsplatz. Das hier ist der Tower auf dem Flughafen Aachen-Merzbrück. Wir sind hier im Erdgeschoss und die beiden, die es richtig verdient haben, sind nur ungefähr 3 Meter über uns. Der Einzige, der jetzt noch fehlt, ist unser Hauptdarsteller. Hallo, die Oma ist da. Die Oma ist da. Also ich habe keine Oma mehr, aber wenn ich mir eine wünschen dürfte, sähe sie genauso aus. Waltraud, ist super. Beeil dich. Komm rein, wir müssen uns ein bisschen sputen. Ja. Setze dich schon mal hin. Du hast mir ja geschrieben, heute ist ja der große Tag der Wahrheit. Es geht um Tobias und Manuel, deine beiden Goldjungs. Ja. Warum haben die beiden es mal so richtig verdient? Weil die mich andauernd reinlegen. Nee. Ja, zum Beispiel im Supermarkt, wenn wir einkaufen, schieben die mich ins Kühlregal mit den Worten. Kannst ja schon mal Probe liegen. Das gibt doch nicht. Ja, das gibt. Die beiden haben es richtig verdient. Gut, dass wir heute hier sind. Ja. Ich habe hier für dich schon mal das Cockpit nachgebaut, damit du in Ruhe fliegen kannst. Wir brauchen einen Piloten. Ah, guck mal, das ist wie auf Bestellung. Nimm schon mal Platz. Das ist dein Steuerknüppel, hier ist dein Funkgerät. Ja. Ich wünsche euch einen entspannten, lockeren Flug. Für euch wird es ja ruhig, für die beiden Jungs, glaube ich, ein bisschen unruhiger. Das hier ist die Business Class bei Verstehen Sie Spaß. Jetzt kann es endlich losgehen. Während unsere beiden Opfer im Tower begrüßt werden, macht sich der Kunstflieger bereit zum Abflug. Nochmal Check. Alle an Bord? Ja. Alle außer Oma Waltraud. Walter, wir sind hier cleared to take off und ich wünsche euch viel Spaß. Roger, ich roll auf und starte. So sehen Enkel aus, die stolz auf ihre Oma sind. Schnell noch ein Foto machen, wer weiß, ob die heil wieder runterkommt. Hast du sie winken sehen? Geil, ich glaub, sie hat auch gewunken. Die Oma findet's auch voll geil, ey. Denn sie ist in Sicherheit und funkt einen Stock tiefer aus der Regie. Geil! Jungs, er sagt ja, hä? Wir sind stolz auf dich, Oma. Super machst du das. Immer weiter. Immer weiter? Kein Problem. Das können Sie haben. Ja. Oh, jetzt geht's los. Jawohl, Walter. Jawohl. Wir sagen nichts mehr. Oh, wow. Oh. 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 Mensch, leck mich doch in den Tasch. So viel wie die beiden bisher schon gefilmt haben, ist der Speicher sicher bald voll. Dabei liefern wir die spektakulärsten Szenen erst jetzt.
Nein, nein! Oh! Ulla! Pilot, wenn's wird, was ist mit dir? Noch finden sie es lustig. Wie sieht der Pilot denn aus? Der sieht richtig aus, als wenn er weg wäre. Waldhaus, kannst du mich hören? Ich glaube, der Pilot ist ohnmächtig. Mensch, ich... Hey! Wird wach! Du kannst mich nicht hier oben alleine lassen. Oma, mach jetzt keinen Quatsch, ne? Hier darfst du keinen Spaß machen mit sowas, ne? Nee, Jungs, helft mir! Auch werdet euch jetzt bei mir! Walter, kannst du mich hören? Versuch drinnen auch. Ja. Kein Kontakt zu weit. Waltraud, beschreib mir mal bitte ganz genau die Situation im Flieger. Das bringt alles nichts, weil ich versuche, das ist ohnmächtig. Waltraud, da sind drei Knöpfe vor dir. Drei Knöpfe. Auf einem steht Autopilot. Den Knopf drücken, Autopilot drücken. Ich kann nicht mehr, was soll ich machen? Haltet ihr mal Kontakt mit der Oma, die soll dranbleiben, nicht mal. Ja. Ich hab Angst. Okay, doch nicht so lustig. Oma, halt die Ruhe, die nehmen den Kontakt zu ihm auf. Alles in Ordnung, ja? Bleib schön ruhig. Knöpfe. Bleib bitte vom Ruder, nicht den Hebel in irgendeine Richtung bewegen. Mensch, Leute, was soll ich machen? Lass mich doch nicht alle allein. Waltraud, bitte bleib ruhig, bleib ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Mach einfach gar nichts. Berühre nichts, alles in Ordnung. Oma, halt die Nerven, versuch ruhig zu bleiben, wir holen alles dich runter. Gut. Alles ist gut, Oma. Wir holen dich jetzt runter, ja? Oma, wir sind bei dir. Oma, wir sind bei dir. Alles ist gut. Du kommst wieder runter. Okay, rüttel mal an dem Walter. Selber schuld. Das kommt davon, wenn man die Oma in die Kühltruhe schubst. Super gemacht. Super. Und nicht hoch. Waltraud, den Hebel wieder auf die Ausgangsstellung. Nicht die Hebel ziehen, Oma, nein. Doch, doch, doch. Ich muss doch was machen. Nein. Nein, Oma, nicht ziehen. Oh, nein. Also, Luftraum ist jetzt komplett gesperrt. Köln, Düsseldorf ist dicht. Leiten alles um nach Frankfurt und München. Waltraud, wir versuchen jetzt zu landen. Wir schaffen das gemeinsam. Schalte den Autopiloten jetzt aus. Gut, wir sind keine Unmenschen. Erlösen wir die zwei. Langsam, keine hektischen Bewegungen. Nicht so sehr am Ruder. Langsam, Waltraud. Langsam. Eine Runde geht noch. Waltraud, das war großartig. Du hattest es. Waltraud, wir versuchen es ein zweites Mal. Komm, Oma, du schaffst das. Das ist wirklich ernst jetzt. Komm runter. Nee, kein Ernst. Spaß. Aber damit die Jungs das auch kapieren, muss ich wohl ein bisschen nachhelfen. Scheiß, Oma, wir haben die Nerven blank. Oma, geht's dir gut? Ja, ich komme jetzt zum letzten Mal rein. Und dann ist Schluss, ist Feierabend. Ich kann nicht mehr. Genauso bleiben. Bleib so runter. Runter. Ja, super, Oma. Weiter so. Bleib so, bleib ja, unten. Bleib komm, unten. Weiter. Ja, bleib weiter. Bleib unten. Ja, ja, super. Danke. Super. Weiter. Super. Ach, du Drecksack, du Alter. Ich wusste das nicht. Sag doch. Jetzt wird's ernst. Ich flieg ja mal, ich flieg. Leck mich die Breite.